Was habe ich eigentlich alles auf der Klo bekommen? Ich zeige euch ja jetzt, was ich alles gekauft habe. Aber erstmal möchte ich euch zeigen, nicht was wir gekauft haben, auch was wir gratis bekommen haben. Wir haben relativ wenig gekauft. Ja, aber wir haben was gekauft. Wir haben was gekauft, aber wenig. Ja, und das hier, drei Mädels, 2 Tage Klo. Und jetzt seht ihr, was wir alles bekommen haben. Die Klo liegt jetzt gut eine Woche hinter mir und ja, die Woche war aber so viel los, weswegen ich noch gar nicht wirklich stöbern konnte, was ich alles auf der Klo bekommen habe. Und ja, ich nehme euch natürlich jetzt beim Auspacken mit. Ich habe so ein bisschen reingeschaut und mal geguckt. Natürlich einige Sachen haben wir auch direkt in die Hand gedrückt bekommen und habe ich dann direkt schon gesehen, was es war. Aber so Kleinigkeiten, die muss ich mir noch mal genauer angucken. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich im Goodie-Bag drin? Und was ist in der Better Boyfriend-Bag drin? Bin ich schon total gespannt, was es alles sein wird. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt, also ich probiere das systematisch zu machen. Simone hat es ein bisschen anders gemacht, als ich es systematisch machen würde. Und zwar, ich fange an mit dem Goodie-Bag, soweit sind wir noch gleich. Dann zeige ich euch alle Sachen, die ich gekauft habe, inklusive dem Better Boyfriend Bag, weil das muss man extra zahlen. Und dann zeige ich euch die Sachen, die wir so gratis bekommen haben, aber nicht auf Tage aufgeteilt, sondern ich probiere das ein bisschen zu sortieren und euch auch mal die Menge zu zeigen. Denn wir haben zum Beispiel von diesem einen Serum, ich habe gefühlt 10 Stück davon da. Und ja. Genau, das wollte ich euch jetzt alles mal zeigen. Klar, das sind ganz viele Sachen, die kann ich auch alle gar nicht alleine benutzen. Und viele Sachen werden auch ja, aufgeteilt, die werden verschenkt, kommen eventuell auch ja, in diese Mitbringpakete, wenn ich jemandem aus dem Disneyland was mitbringe, mache ich da vielleicht dann auch mal was rein. Was ich eigentlich auch schon immer ein bisschen Kosmetik reingemacht habe, aber ja, jetzt habe ich einfach neues Zeug. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Es gibt tatsächlich viel zu sagen, aber so ein kleines Feedback nochmal zu dem, was wir alles bekommen haben, wie die Glow war und. Das folgt dann am Ende dieses Videos. Das Goodie Bag ist im Ticket mit drin, aber Vorsicht, nicht in jedem Ticket. Also, wenn ihr mal die Glow besuchen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein Ticket mit Goodie Bag zu buchen. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Es gibt verschiedene Kategorien. Dieses Jahr war es ja so, es gab immer nur Tagestickets zu kaufen. Sonst gab es auch immer ein ganzes Wochenende, also ein Zweitagesticket zu kaufen. Dieses Jahr war das ein bisschen anders. Dann haben wir uns einmal für ein Goodie Bag Ticket entschieden und einmal eins ohne Goodie Bag. Die Sachen kommen dann immer tatsächlich in einem Bag, in diesem Fall ein Gym-Bag. Die sehen auch jedes Jahr etwas anders da aus. Dieses Jahr ist es relativ schlicht gehalten. Die waren schon total knallig. Die waren rosa durchsichtig, so ein bisschen wie eine Luftmatratze oder so. Also es gab schon mega, mega viel. Das hier ist jetzt die schlichteste Tasche, die ich habe. Einfach so ein Gym-Bag mit einem G drauf. Und steht hier Goodie-Bag. Und keine Ahnung, was da noch alles steht. Das kann ich echt schlecht lesen, total verschwommen. Und Chloe bei DM steht hier drauf. Genau, die Chloe wird ja von DM veranstaltet. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich greife jetzt beim Goodie Bag einfach mal wahllos da rein. Und wir fangen an mit diesen Schwämmchen von Real Technique. Die liebe ich total. Mega, mega geliebt von mir, brauche ich immer. Ich bin nicht die Person, die sich damit komplett die Foundation aufträgt, aber mein Concealer, den muss ich damit auftragen. Und ich weiß, das ist so ein Streitpunkt, aber ich bin Typ, ja, trocken benutzen. Da streite ich mich immer mit Simone und so ein bisschen drum, aber ich benutze die lieber trocken als feucht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das der ist. Wir haben noch einen bekommen, da haben die Mädels schon reingeguckt. Dafür ist einer für trocken zu benutzen und einer für feucht zu benutzen. Genau, das war einmal mit drin. Dann haben wir
von Elegant Touch. Keine Ahnung, ihr wisst ja, ich und englische Wörter aussprechen ist nicht mein Ding, aber ist mir auch egal. Ich kann auch deutsche Wörter nicht aussprechen. Ich bin Belser. Ne? Und da haben wir einmal diese süßen Fingernägelchen zum Aufkleben. Habe ich früher tatsächlich schon öfters mal benutzt. Aktuell mache ich mir die Nägel ja mit Shellac selbst. Aber das hier, ich weiß schon, wer sich darüber freuen wird. Und zwar mein Patenkind. Nicht die kleinen, sondern die größere. Und dann von 4711 sind hier so Erfrischungstücher nochmal dabei gewesen. Ich merke gerade, hier ist es super hell. Ich muss mal das Licht ein bisschen dimmen. Oder es ganz ausmachen. Ich denke, so soll das jetzt passen. Verzeihung. Also von 4711 gab es diese Erfrischungstücher. Da haben wir auch noch so Prüfchen direkt vor Ort bekommen. Aber da ich euch ja alles zeigen wollte, habe ich noch gar nichts benutzt. Also fliegen da noch irgendwo welche rum. Weiter geht es mit einem Deo-Stick mit Zitrone. So sieht er aus. Zitronenduft hat er. Wie heißt die Marke? Naturkosmetik Berlin. Es riecht streng nach Zitrone. Ich bin aber auch nicht so der Zitronenfan. Aber ich werde es auf jeden Fall testen. Und ja, I plus M, Naturkosmetik Berlin. So würde ich es jetzt mal behaupten, heißt die Marke. Ja. Ich muss es testen. Ich weiß noch nicht, ob ich den benutzen kann, wegen diesem starken Zitronenduft. Dann gab es einmal von Foamy festes Gesichtspeeling. Und ich bin total der Peeling-Fan. Ich habe total schlechte Haut. Sie ist unrein und trotzdem trocken. Und ich war schon bei der Kosmetikerin. Und auch das hat mir nicht wirklich geholfen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber das Gefühl, dass durch ein Gesichtspeeling das irgendwie immer besser wird, dass meine Pflege besser aufgenommen wird, dass die Unreinheiten weniger werden, aber nicht ganz weggehen. Habe so ein festes Gesichtspeeling jetzt noch gar nicht ausprobiert, werde ich aber natürlich testen. Habe mir aber auch da noch ein kleines Highlight gekauft auf der Klo, das ich euch dann auch gleich noch zeigen werde. Weiter geht es mit Oh Yes. Da gab es dann einen Coconut Lip Balm. Und wer mich kennt, weiß, ich habe überall einen Lip Balm stehen. Also bei mir wirklich in jeder Ecke. Auf dem Wohnzimmertisch, am Esstisch, im Bad, im Schlafzimmer. Überall liegen die. Ich mache auch ungefähr einen in der Woche leer. Also ich bin keiner, der die Teile verliert. Ich mache die Dinger leer. Und das ist bei mir immer ein Muss. Ich brauche immer 10 Stück als Reserve. Also nicht die, die hier schon verteilt sind, sondern die, die als Reserve irgendwo in meiner Kosmetikschublade rumliegen. Und ja, im Auto sind sie in der Tasche, überall einfach. Das ist, glaube ich, das meistverwendetste Produkt bei mir. Dann gab es noch ein ultralang Wimpernset von L'Oréal. Beinhaltet eine Mascara in Schwarz. Oh, komm, Licht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen das Licht weniger werden lassen. So, ich hoffe, jetzt passt. Also noch einmal eine Mascara in Schwarz und einen Kohl-Superliner. Ja, sieht aus wie ein Kajalstift. Ist ein Kajalstift. Sowas kann man immer mal gebrauchen, aber ich glaube, gerade weil es so eine schöne Verpackung hat, werde ich damit irgendjemanden mal glücklich machen. Noch jemand glücklich machen kann ich hiermit. Und zwar sind das vegane Gummibärchen mit Kronen. Also die sind super, super lieb. Die kriegt natürlich direkt meine Schwester. Deswegen kommt es nicht in die Tasche.
sondern hier auf den Stapel für die Sachen von meiner Schwester. Dann gab es einen und ich bin, wow, also Cherry Queen, hallo, dieser neongelbe Nagellack von welcher Marke ist der? Von keiner Marke. Manhattan, von Manhattan. Ah ja, steht auch hier drauf auf der Flasche, aber da es so Neon ist, konnte ich das jetzt nicht so gut sehen. Aber total die crazy Farbe. Und ihr merkt wieder, ich bin total schlecht, was Holz angeht, weil ich das mit dem Fokussieren einfach nicht mit dieser kleinen Kamera hinkriege. Aber egal, wir kämpfen uns da jetzt durch. Dann haben wir hier einen Creamy Pearly Eyeshadow von Tusch. Und das habe ich bei der Simone schon gesehen und ich finde es tatsächlich eine Frechheit. Schaut euch diese Verpackung an. So groß ungefähr wie eine Zigarettenschachtel. Und wenn man das Teil aufmacht, hier nochmal Verpackung für dieses kleine Ding hier. Also das muss ich sagen, meiner Meinung nach viel zu viel Verpackungsmaterial für dieses kleine Teil hier. Und ich sehe hier gerade, das ist von LOV, heißt Love oder LOV, L.O.V. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen verärgert über so viel Packungsmaterial und so wenig Produkt da drin. Muss meiner Meinung nach tatsächlich nicht mehr sein zur heutigen Zeit. Dann haben wir hier ein festes Shampoo von Alverde und ich bin tatsächlich ein Fan davon. Ich habe schon mehrere, aber irgendwie habe ich tatsächlich noch kein Shampoo. Also ich mag es, das zu benutzen, aber ich habe noch keines gefunden, das meine Haare so werden lässt wie mein liebstes normales Shampoo in Anführungszeichen. Aber ich probiere mich weiterhin durch. Ich bin immer offen für sowas. Und bin mir sicher, dass ich irgendwann ein neues finden werde, das mir zusagt. Dann gab es hier Nagelfeilen in Mini. Finde ich super, super toll, weil ich immer Nagelfeilen brauche und diese kleinen mit so einem Schlüssel, den kann man halt perfekt an den Schlüsselanhänger machen. Also die werde ich auf jeden Fall benutzen. Was haben wir hier? Ein von Judy. Also von Judith Williams. Ich will immer Judy zu ihr sagen. Ein Flüssig-Concealer. Komm schon. Ja. Den werde ich auf jeden Fall auch benutzen, wenn mir denn die Farbe passt. Er hat Deckkraft, hält auf und pflegt sogar. Also ist schon mal sehr vielversprechend. Und die Judy, die hat noch etwas reingemacht. Und es ist wie für mich gemacht, ein Gesichtspeeling. Also richtig, richtig toll. Ich liebe Peelings fürs Gesicht. Und bin jetzt, denke ich, auch die nächsten paar Wochen etwas ausgestattet damit. Also so sieht es aus. Ist ein cremiges, flüssiges Peeling dann fürs Gesicht. Und die Judy, die hat sich nicht lumpen lassen. Die hat hier noch was reingepackt. Und zwar eine Anti-Aging-Creme. Ich meine, hallo, mit 31 ist es auch gefühlt schon 10 Jahre zu spät, jetzt mit Anti-Aging anzufangen. Aber ein Serum ist es, genau. Ein Anti-Aging-Serum. Aber lieber spät als nie, würde ich sagen, gell? Auch was ich sehr, sehr gerne habe, was ich auf jeden Fall benutzen werde, ist von Langhaarmädchen hier. So ein Liquid Wonder heißt es. Ja, braucht man mit langen Haaren immer. Ich weiß nicht warum. Gerade jetzt im Sommer habe ich total, also ist der erste Sommer, an dem ich das habe, wenn ich die Haare offen lasse. Ich habe total viele Knoten. Also ich habe eh immer relativ viele Knoten, aber diesen Sommer ist es total schlimm, weswegen ich aktuell fast immer nur noch eine Haarspange habe, weil ich dann abends einfach meine Haare kämmen kann und das, warum auch immer, diesen Sommer gar nicht wirklich geht. Weiter geht's mit
einer Tagescreme von Stefanie Giesinger. Und hier ist wieder mein patriotisches Kaiserslauterer Herz gefragt. Ja, Stefanie Giesinger kommt ja von hier und deswegen mag ich ihre Produkte ganz gern. Diese Creme kenne ich noch nicht, die werde ich auch auf jeden Fall testen. Meine aktuelle Tagescreme neigt sich dem Ende und deswegen kommt es direkt mal auf den Stapel für direkt benutzen. So, was haben wir hier? Von Skin Food ein SOS Anti-Pickle Stop. Also, ich glaube, ich bin eine der wenigsten 31-jährigen Frauen, die das tatsächlich noch wirklich viel, viel, viel braucht und werde ich auch auf jeden Fall testen. Was ich nicht testen werde, weil ich es schon kenne und weil ich es liebe, ist von Bastide das Trockenhaarshampoo und hier mit Care and Protect für geschädigtes und strapaziertes Haar. Keine weißen Rückstände. Also ich finde diese Trockenshampoos von der Marke eh immer super, super cool. Die duften auch mega und in dieser kleinen Packung passt es halt perfekt in meine Reisehandtasche. Ja. Oh, wir haben mal dekorative Kosmetik. Die hat mir tatsächlich dieses Jahr auf der Klo ein bisschen gefehlt. Also es waren Stände da mit dekorativer Kosmetik, aber so bei den Goodies, die man bekommen hat, hat es mir ein bisschen gefehlt. Und zwar eine Mini-Eyeshadow-Palette von Catrice. Und ich finde die Farben mega, auch wenn ich sowas tatsächlich sehr, sehr selten benutze. Also ich benutze eh sehr selten Lidschatten, wenn dann aber eher richtig krasse Farben. Aber irgendwie mag ich dieses Braun auch ganz gerne. Und ich denke, gerade für den Herbst kann man da richtig coole Looks mitschminken. Ich muss mir einfach mal angewöhnen, öfters Lidschatten zu benutzen. Weiter geht's auch nochmal mit einer Catrice Eyeshadow Palette. Auch in Brauntönen. Basic B. So sieht die aus. Und ja, die Farben sind auch wirklich wunderschön. Also da kann man wirklich viel mit anfangen. Also bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Dann gibt es von Waterdrop einen Drop zum Probieren. Hab schon einige hier. Finde es geschmacklich durchwachsen. Also es gibt sehr gute, gibt aber auch welche, die mir überhaupt nicht gut schmecken. Das hier ist Holunderblüte, Lindenblüte und Himbeere. Würde sagen, klingt vielversprechend, gerade für den Sommer. Kann man was mit anfangen. Das hier war jetzt nicht direkt in der Goodie Bag drin, sondern es kam eine Insta-Story, dass man sich mit der Goodie Bag das hier und noch ein Teil, das zeige ich euch direkt als nächstes noch abholen kann, ist eine Haarbürste, so ähnlich gemacht wie ein Tangle-Teaser und eine Entwirrungsbürste, Wet and Dry. Und ich glaube, das ist genau das, was ich dieses Jahr wirklich brauche von Parsa Beauty. Sieht auch wirklich sehr schön aus, aber auch hier denke ich mir, warum muss da jetzt noch mal so eine Kunststoffverpackung drum sein? Das Papier, der Papierkarton, wie auch immer, das hätte meiner Meinung nach vollkommen gereicht, aber mich fragt hier keiner. Und dann gab es auch noch bisschen ausgelaufen, merke ich gerade. Dann gab es auch noch von Dove. Jetzt mit Serum. Sanfter Selbstbräuner. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, Selbstbräuner zu benutzen. Vielleicht fange ich mal mit den Beinen an, aber ich müsste mir noch solche Handschuhe holen, mit denen man das schön verreibt. Aber ich weiß eigentlich zu 100%, dass ich danach aussehe wie eine gefleckte Kuh. Aber gut. Jetzt wieder direkt in der Goodie Bag war eine Reinigungsmaske mit Heilerde. Ich liebe auch Masken. Ich liege so gerne in der Badewanne und mache mir dann einfach eine Maske drauf. Erstmal Peeling und dann Maske. Dann 20 Minuten liegen und nichts tun. Oh, herrlich. Oh, Augenpads. Ihr werdet sehen, wir haben Augenpads en masse. Das hier sind Augenpads mit von Schebens. Mit Hanf.
Klingt vielversprechend, ob man die danach anzünden kann, dann rauchen kann. Wer weiß. Wir werden es sehen. Wir haben ein Make-up-Setting-Spray. Benutze ich auch immer super, super gerne. Und die Größe ist halt perfekt. Dann auch für zum Fliegen. Von Essence haben wir einen Primer. So, und ich merke, das ist jetzt ganz schön lang, das Video. Wir haben echt gut Zeugs rausgehauen. Dann gab es in der Goodie Bag diesen Lipgloss und das ist der Lipgloss. Von dem hat Simone jetzt einen lebenslangen Vorrat, weil sie den an so einem Stand in tausendfacher Ausführung gewonnen hat. Wir haben von Sebamed eine Wellnessdusche und ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Duschgel, das wir auf der Glow bekommen haben. Und normalerweise bin ich mit Massen an Duschgel heimgekommen und habe gefühlt heute noch von dem ganzen Duschgel hier und habe noch zu meinem Freund gesagt, wir brauchen kein neues Duschgel kaufen, ich fahre auf die Glow, da kriegen wir wieder. Ja, und dieses Jahr nix. Auch dabei war noch mal was zum Snacken. Ein Riegel von Hey. Chocolate Nut. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Dann haben wir Bro Like a Boss von Essence. Also ich bin ja Augenbrauen-Fetischist und über sowas freue ich mich sehr. Oh, wir haben noch was zum Duschen. Eine feste Dusche. Ich würde sagen, ich kann mich jetzt eigentlich für den Urlaub komplett mit festen Sachen ausstatten, kann alles ins Handgepäck machen und kann sagen, ha, ich kann mit Duschgel fliegen. Ne? Ist ja immer so ein Problem. Gerade jetzt habe ich immer Angst, dass mein Koffer weg ist und wenn da meine ganze Kosmetik weg wäre. Ich glaube, das wäre schlimmer, als 5 Tage lang die gleiche Unterhose tragen zu müssen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, so sieht es aus mit Mango und Ingwer. Hört sich interessant an. Ingwer ist ja gerade aktuell so ein Ding. Und ich habe tatsächlich auch Mango-Ingwer-Bonbons zu Hause. Und dann gab es noch von der Stefan-Morsch-Stiftung Gummibärle. Und die sind, ja, Hilfe für Leukämie und Tumorerkrankte. Und deswegen lasst euch alle typisieren. Werdet Spender, ist jetzt egal, ob hier oder wo auch immer, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. An dem Stand waren wir auch etwas länger, da eine liebe Followerin dort gearbeitet hat und die gefragt hat, ob wir denn mal vorbeikommen würden und selbstverständlich. Und deswegen nochmal an euch alle ein kleiner Appell, geht euch typisieren. Es tut nicht weh und ihr könnt damit echt Gutes tun. Ich würde sagen, wir starten jetzt weiter mit den gekauften Sachen und da kommen wir zuerst zum Better Boyfriend Bag. Ja, so sieht das aus. Gab es dieses Mal in so einer normalen Tragetasche. Kostet 15 Euro und also mein Freund freut sich jedes Jahr darüber. Er sagt immer, ja, musst du wieder auf die Klo, dann hast du wieder so viel Zeug und steht nur rum. Ja, es steht halt rum, weil man ja auch viel sammelt. Ich gebe ja auch, wie gesagt, viel, viel davon her. Aber trotzdem hat man ja so ein kleines Lager. Und ich bin eh ein Mensch. Ich habe immer gern 10 Duschgels zu Hause und kaufe nicht immer eins, wenn eins leer ist. Ja? Und wenn ich da ihn dann frage, möchtest du ein Boyfriend-Bag, dann will er natürlich auch eins haben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und zwar mit diesem Rasierer von Bulldog. Und ich meine, die sind nicht gerade günstig. Also 15 Euro hat man da, glaube ich, schon mit raus. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich denke auf jeden Fall schon. Und auch von derselben Marke ein Rasiergel. Sehr praktisch, kann man dann direkt gemeinsam testen, benutzen. Und wir haben hier eine Haarpaste, mittlere Kontrolle, kraftvoller Duft von Gatubi Schwarzkopf. Und für den Mann, statt Hanf kriegt er Koffein-Augenpads.
Ja, auch der Mann von heute schaut auf sein Äußeres. Ganz cool, Zahnputztabletten. Man nimmt die statt Zahnpasta, nimmt man so eine Tablette, kaut die, dann geht man mit der Zahnbürste drüber und dann spült man aus. Finde ich auch ganz praktisch. Also gerade auch wieder für unterwegs. Und wir bleiben bei der Zahnpflege. Dentalzahnbürsten kann man immer mal gebrauchen. Ich meine, meine Zahnspangenzeit, also meine feste Zahnspangenzeit, die ist ja noch nicht ganz so lange her. Und deswegen bin ich froh, wenn man sowas im Hause hat. Dann gibt es hier ein Deo. Mal gespannt. Deo finde ich ist immer so eine relativ schwere Sache, weil ja, manches riecht gut, hält aber nicht so lang. Manches fühlt sich gut an, manches brennt und ihr wisst, was ich meine. Ja, dann gab es Kondome. 11 Stück von Billy Boy. Du und ich. Hormonfreie Verhütung. Noch mehr Zahnsachen. Und zwar ein Zungenreiniger plus Gel. Ich weiß nicht, dieses Jahr war die Klo tatsächlich sehr mundhygienelastig. Auch wie hier, wir haben eine Bambuszahnbürste. Ich glaube, es ist jetzt das vierte oder sogar das fünfte Mundhygiene-Produkt hier drin. Dann gibt es eine Maske, ein Bartbalsam, eine Feuchtigkeitscreme, auch von Bulldog. Wir haben einen Haarlack von Taft. Von Schauma ein Haar- und Körperprodukt. Ein festes Shampoo von Nature Box. Finde ich ganz gut. Nochmal eine Feuchtigkeitscreme von Alverde. Wir haben wieder so einen leckeren Riegel von Hey. Keine Sorge, er kriegt den Riegel. Ich habe nur auf einen anderen Platz gelegt, weil ich die essbaren Sachen ein bisschen von der Kosmetik trennen möchte. Ah, für die Männer gibt es Duschgel hier. Ich werde es auch benutzen. Ich rieche auch ganz gern mal nach Männerduschgel. Dann haben wir noch mal eine Maske, eine Zwei-Phasen-Maske für Männer. Und noch ein Duschgel. Guck dir, da kommt das Duschgel her. Haben alles die Männer dieses Mal bekommen. Im Vergleich zu den letzten Jahren habe ich auf dieser Klo tatsächlich viel, viel, viel Geld ausgegeben. Gut, ich muss sagen, das Teuerste war nicht für mich, aber für meine Schwester. Und die hat sich von Pamela Reif die heiß begehrten Sportmatten, eco-friendly Sportmatten gewünscht. Und ja, da meine Schwester so ist wie ich und wir uns nicht entscheiden können, wollen wir rosa oder wollen wir blau, wenn es zwei Farben gibt, hat sie sich natürlich für beides entschieden. Und jetzt muss ich lügen. 80 € kostet eine. Ja, 80 €. Es gab keinen Messerabatt oder sonst was. Ich habe auch meiner Schwester gesagt, du, ich kaufe dir es gerne, bring dir es gerne mit, schlepp es auch gerne darum. Aber du musst warten, bis ich den Haul gedreht habe, weil ich will den zeigen. Und was ihr hier alles sieht, das sind auch schon Sachen, die ich euch gleich noch zeigen werde. Das will ich so viel spitzeln. Drehe ich die Kamera etwas höher. Bei Pamela habe ich aber nicht nur die Matten geholt, sondern auch noch dieses Snack-Bag.
Es hat 10 Euro gekostet. Und meine Schwester ist total lieb. Die Schokolade kriegt mein Freund dafür, dass ich es rumgetragen habe. Okay, ich muss gestehen, sie hat mir noch ein bisschen Fersengeld gegeben, was ich nicht verlangt habe. Aber ja, auf jeden Fall sind da verschiedene Riegel von der Guten drin. Ja, Pamela Reif stand, man konnte dort die Sachen probieren, man konnte sie auch kurz mal treffen. Ich habe sie tatsächlich auch so getroffen. Ja, ich war ganz schlau, ich habe gewartet, bis sie von der Bühne kam. Oder was heißt gewartet? Ich wollte gerade auf die Toilette, sie kam gerade von der Bühne. Dachte ich, komm, mache ich auch mal ein Bild mit ihr. Okay, das finde ich ein bisschen geil. Peanut Cinnamon. So Nusscracker würde ich jetzt mal behaupten. Bio-Würfel mit Erdnüssen, Erdnusspaste und Zimt. Okay, das hört schon richtig, richtig gut an. Und dann ist noch so ein Riegel dabei. Und die besagte Natural Pam Schokolade. Ja, 10 Euro ist nicht ganz günstig, aber ein Fan will, was ein Fan will. Und da kann ich es auch total verstehen. Ich meine, wenn ich mir überlege, was wir als für Disney ausgeben, ja, warum nicht? Und diese Matten, die sind, glaube ich, schon online super lange ausverkauft gewesen. Und deswegen war für mich klar, ich muss die als allererstes kaufen gehen. Für mich habe ich noch ganze 3 Euro ausgegeben bei DM. Und zwar habe ich mir eine neue Haarbürste geholt, mal eine kleinere, aber diese hat sie mir entsagt, oder hat sie mir gesagt, diese Bürstenköpfe hier, die wären extra gut zum Entwirren der Haare. Ich weiß es noch nicht, weil die sind sehr, geben sehr nach. Ich habe bei solchen Dingern dann immer Angst, dass das einfach nur so über die Haare drüber gleitet, aber nichts entwirrt. Ich werde es sehen. Ja, und dann habe ich euch ja gesagt, ich liebe Gesichtspeeling. Und dann habe ich mir von Dermalogica ein Gesichtspeeling geholt, das man jeden Tag verwenden kann. Das ist irgendwie aus Hafer. Genau, und auch habe es mir extra nach Reisegröße geholt, weil ich das mit nach Amerika nehmen will. Ich habe mehrere Peelings dieser Art schon zu Hause, auch eins von Dermalogica und von noch anderen Marken. Aber ich brauchte eins in Reisegröße und deswegen war das gerade mal perfekt. Und es gab noch Messerabatt, also was will man mehr? Ja, und dann habe ich noch Geld für eine weitere Sache ausgegeben. Und zwar Periodenunterwäsche habe ich mir geholt. Das ist eine neue Marke. Die kannte ich noch nicht, war jetzt relativ günstig hier auf der Klo. Gibt es aber auch bei DM zu kaufen. Hier habe ich jetzt wieder das Problem, das ist zu hell, gerade bei diesem hellen Verpackungsmaterial. Genau. Selina Care. Ich bin gespannt. Ich habe die vor Ort angegriffen als Größe L. Ich habe welche schon von der anderen Marke in L. Die passt aber ist sehr spack, würde ich jetzt behaupten. Ne? Der dicke Booty passt da nicht rein. Aber die hatte ich angegriffen und vom Gefühl her war die einfach dehnbarer und angenehmer auf der Haut. Und wenn man sich zum Newsletter angemeldet hat, hat man da noch eine waschbare Binde von der Marke bekommen. Also ich werde es auf jeden Fall mal testen. Und auch ganz kurz, die haben auch verschiedene Modelle. Ich weiß, das ist so ein Thema. Mag man das nicht? Ich mag's. Ich bin Fan davon. Klar, benutzt man auch mal Einwegprodukte, wenn es gerade nicht anders ergeht. Zum Beispiel zum Schwimmen. Aber ansonsten probiere ich eigentlich ausschließlich nur noch solche Produkte zu verwenden. Ja, das waren tatsächlich schon die gekauften Sachen. Möchte euch tatsächlich noch ein, zwei Dinge zur Klo sagen. Also die Klo war im Gegensatz zu den anderen, die ich besucht habe, ein relativer Reinfall. Auch jetzt, wo ich nochmal alles so aufgestellt habe. Ich habe mega viel Sachen bekommen, keine Frage. Aber es haben mir irgendwie, also
ich bin sonst mit doppelt so viel nach Hause gekommen. Also Reinfall in dem Sinne, es haben mir viele Marken gefehlt, dass vieles davon Zahnpflege, Zahnpflege ist wichtig, ja, aber es hat mir gefehlt, Nivea. Was haben wir noch? Naturebox, obwohl ich jetzt gesehen habe, dass Naturebox in der Männer Tüte drin war. Ja, die hatten keinen Stand, zumindest habe ich ihn nicht gesehen. NYX hatte keinen Stand. Es ist so viel irgendwie, was mir gefehlt hat. Die eine Marke. Detox. Detox war nicht da. Ja, und also wir hatten dann auf der Heimfahrt dann auch mal darüber gesprochen und so alle paar Minuten hat dann einer noch eine Marke gerufen, die einem gefehlt hat. Und es war wirklich weniger kleiner gefühlt als die Jahre zuvor. Nichtsdestotrotz, man muss sich auf eine Glow unglaublich vorbereiten. Und für mich ist immer wichtig, ich habe in meiner Tasche mindestens ein bis zwei Turnbeutel, also Sportbags, Gymbags. Und pro Tag habe ich noch so eine große Tasche mit Reißverschluss dabei. Warum? An der Hälfte des Tages habt ihr keine Lust mehr, das rumzutragen. Dann könnt ihr eure ganzen gesammelten Werke hier reintun, zumachen und abgeben. Denn die Goodie-Bags, also die Bags, die man vor Ort bekommt, die darf man so nicht abgeben. Es wird immer mal wieder gesehen. Ich hab tatsächlich die Garderobe ein bisschen beobachtet. Es waren viele Goodie-Bags abgegeben. Aber ich habe immer so ein Glück, ich komme an einen Mitarbeiter, der sich genau an die Anweisungen hält. Und deswegen habe ich schon immer so eine große Tasche dabei, die kann ich zumachen, abgeben. Ich weiß, es ist meine, weil ich weiß, ihr Disney-Fans, ihr habt alle solche Taschen, aber die wenigsten auf der Klo haben so eine. Und ich kann halt auch viel, viel mehr abgeben und dann muss ich mich dort nicht totschleppen. Das mal so noch als kleiner Tipp für die Klo. Auf der Klo wurde natürlich für das leibliche Wohl gesorgt, sowohl getränkemäßig als auch technisch. Also zum Beispiel Gummibärchen, Riegel, die gab es da en masse gratis. Es gab Essensstände, da konnte man sich was zu essen kaufen. Wir hatten aber immer was geplant, was wir noch machen wollten, weswegen wir das nicht getan haben. Und Getränke, die gab es auch eigentlich immer gratis. Zum Beispiel hier so was mit Geschmack, irgendwie Pfirsich, Mango. Wasser gab es immer gratis, nur am Schluss, am letzten Tag war es ein bisschen aus und wir hatten dann ja, unsere Flaschen nicht mehr dabei, weil wir tragefaul waren. Aber gut, wir haben trotzdem überstanden. Dann gab es von Nikolai Energy-Getränke. Eins habe ich am Stand bekommen und beim Rauslaufen hat dann ein Mädchen gesagt: Ey, magst du Energy-Getränke? Magst du den haben? Ich mag es nicht. Und dann habe ich gesagt: Ich auch nicht, aber ich nehme es für meinen Freund gerne mit. Ja, und der darf sich jetzt über zwei Energy-Getränke freuen. Dann haben wir von Seeberger ein Haferriegel to go bekommen mit Schokolade, Apfel und Erdbeer. Klingt, finde ich, auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und von MAC Lashes gab es Gummibärchen. Also MAC Gummibärchen waren irgendwie total in Trend. Noch mehr Riegel von Hey. Von Hey haben wir auch noch ein, oder ich hatte einen Shake bekommen, den ich noch selber, ja, ich musste laufen, um ihn zu bekommen. Klingt verrückt, aber ja, habt ihr bestimmt im Glow-Video gesehen. Falls nicht, dann verlinke ich euch das. An einem anderen Stand haben wir Einhornhoden bekommen. Von Finny. Also, ich habe zwei Stück bekommen. Eins davon kriegt meine Arbeitskollegin, denn wir haben auf der Arbeit haben wir die gesehen. Beziehungsweise es gibt die auch als Kamelhoden. Also, es sind irgendwelche Kaubonbons oder so.
Und dann hat meine Kollegin, haben wir so gegoogelt. Dann meinte meine Kollegin, ey, die gibt's auch mit Einhorn. Und meine Kollegin liebt Einhörner. Deswegen packe ich die ihr direkt mal in meine Tasche. Zum Glück steht die hier vor mir. Habe sie eingepackt und dann kriegt sie den am Montag. Weiter geht's nochmal mit einem Hellriegel. Oh no. Wir haben Gummibärchen von Win-A-Lotta. Win-A-Lotta, das sind so, ihr kennt ja mal unsere Bademantel-Lockentechnik, die Simone und ich gerne machen. Und die haben sowas erfunden, wo man auch besser drauf schlafen kann als mit so einem Bademantel. Weiter geht es mit Gummibären. Und hier sind Gummi-rosa Sternchen. Strawberry, Peach und Passion Fruit. Sieht auch total süß aus auf jeden Fall. Ach, sogar drei Päckchen haben wir da drin. Und jetzt habe ich von Pitchies gefühlt ein ganzes Supermarktregal. Und zwar am Schluss von der Klo werden ganz viele Sachen, die raus müssen, die nicht mehr eingepackt werden sollen, werden verscherbelt. Und ein Mitarbeiter sagt, nimm, nimm, nimm. Also wir haben Schnüre, wir haben saure Teile, noch mehr Saures, nochmal diese Kraken und dann Tattoo. Hitchis Softie Tattoo. Also Süßes ging wirklich viel. Denn, wir haben noch einen Hellriegel. Und wir haben von Seeberger noch Zartbitter Cranberries Genussmix. Süß und salzig. Also gerade bei Nüssen mag ich ja so süß-salzige Sachen. Und dann haben wir von Stefanie Giesinger, von ihrer Kosmetikmarke, Glückskekschen bekommen. 5 Stück. Einen mache ich jetzt mal mit euch auf. Dann schauen wir doch mal, was da drin steht. Riechen auf jeden Fall schon mal sehr gut. Stark nach Vanille. Natürlich, sensibel, curly, frei, chaotisch, frisch. Das alles bist du. Schön. Finde ich auf jeden Fall einen sehr netten Keks. Und auch den Spruch finde ich super süß. Den Rest verteile ich dann. Kriegt noch jeder einen davon. Ja, wo machen wir weiter? Es liegt noch einiges vor uns. Ich würde sagen, wir machen einfach mal mit den Taschen weiter. Ich habe euch ja gesagt, ihr sollt Taschen mitnehmen. Trotzdem, was ihr jetzt seht, bringt eure Taschen mit, so wie ich es euch beschrieben habe. Und zwar bekommt ihr vor Ort auch viele Taschen. Immer mit dabei sind Payback-Taschen. Und ich bin taschenverrückt. Ich habe überall Taschen, aber nie eine dabei, wenn ich einkaufen gehe. Ja, ich ärgere mich dann immer, aber stopft dann irgendwie alles in meine Handtasche. Von der M-Markt gab es einmal in Pink diese Taschen. Ich glaube, viele kennen die. Ich wusste das gar nicht, aber die gibt es in verschiedenen Farben wohl. Und es gibt Leute, die sammeln das. Ich bin ja normal ein Sammelopfer, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber ich habe jetzt schon mal 3 Stück, 2 verschiedene Farben. Also ich bin doch schon mal gut mit dabei, würde ich behaupten. Und diese Tasche, da haben wir Glück gehabt. Wir haben uns von direkt angestellt bei Nikolai. Dieses goldene Prachtstück, total schick. Also ich finde die richtig mega, wenn man damit einkaufen geht. Ist ja total der Hingucker. Ich lege sie jetzt zu meiner Handtasche und werde sie zumindest versuchen, oder werde zumindest versuchen, dran zu denken, sie in mein Auto zu legen, dass sie beim nächsten Einkaufen dann habe. Ja, dann würde ich euch einfach jetzt die letzte Tasche zeigen. Die ist nämlich auch direkt mit Inhalt. Und dann geht es weiter. Genau. Einmal dieses kleinere Täschchen. Und da drin Werbezeug. Ihr werdet noch sehen während dieses Videos, es gab viel, viel, viel Werbezeug.
So, und zwar haben wir an einem Stand mitgemacht und haben dann das in einer bestimmten Zeit mussten wir was angeln und dafür haben wir dann einmal eine Bambus-Zahnbürste und Zahnseide bekommen. Ihr merkt auch hier wieder, das Zahnthema auf der Klo ist und bleibt allgegenwärtig. Mit was machen wir weiter? Hier. Von der Marke Nicolai gab es auch dieses Schlüsselband. Finde ich ganz schick. Ich benutze nur keine Schlüsselbänder, wenn dann nur mal im Disneyland. Aber ich weiß auch schon, dass sich meine kleine Patentochter darüber sehr freuen wird, weil es ist rosa und rosa geht immer. Dann gab es hier ein T-Shirt vom Womanizer. Ich glaube, ich muss euch nicht vorlesen, was da drauf steht. Ja, das sind wir Frauen. genau. Ich weiß noch nicht, zu welchem Anlass ich dieses T-Shirt anziehen werde. Da muss ich mich mit Simone einfach nochmal besprechen. Hier, zu unserem Thema von vorhin gab es auch OBs. Finde ich gerade sehr praktisch. Es sind 8 Stück drin. Ich probiere ja so wenig wie möglich davon zu kaufen, weil einfach super teuer und ja, wir Frauen, wir kennen das, ist dieses Problem, ne? Es ist etwas, was uns total nervt und dafür müssen wir total viel Geld ausgeben und kotzt einfach an, wenn ich das mal so auf Deutsch sagen darf. Aber gut, anderes Thema, Mädels. Wir haben andere Vorteile. Dann total crazy. Bei Beauty gab es so ein Drehkreuz mit Augenpads. Und da war einmal eins mit einem und sonst waren eigentlich überall zwei abgebildet. Und wenn man das mit zwei gedreht hat, dann hat man nicht zwei Augenpads bekommen, sondern diese ganze Packung mit 25 Augenpads. Und ich habe diese Sonderedition mit dem Pfeil gewonnen. Finde ich richtig cool. Ich liebe Augenpads und wir werden die, oder ich werde auf jeden Fall ein paar davon mit nach Orlando nehmen, weil ich dort sicher wenig Schlaf bekomme und meine Augen es mir danken werden, wenn ich sie dort ein bisschen pflege. Beim Dermalogica-Stand gab es nicht nur gekaufte Sachen, auch die hatten ein Drehkreuzchen. Es gab wieder Werbung. Machen wir die gleich direkt weg. Genau. Beim Drehkreuz habe ich einmal Breakout Clearing Booster, also ein Anti-Pickel-Zeugs bekommen. Hier bleibt. Dann gab es Toner. Also diese hellen Sachen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir so ungefähr beim 112. Haul. Werde ich das dann auch ein bisschen besser mit dem Fokussieren hinbekommen. Dann gab es ein Popsocket. Kann man immer gebrauchen, liebe ich. Hier gibt es so ein Dreier-Set. Finde ich richtig cool. Also, das ist auch wieder was für mich einer unreinen Haut. Und dann gab es noch ein Vierer-Set mit Augencreme, Peeling, Cleansing Gel und Smooth Cream. Also zum Testen perfekt. Wie gesagt, ich kenne die Marke schon. Mag deren Sachen echt gerne. Und wir kommen zum nächsten. Also, dieses Video sprengt wahrscheinlich alles. Und ja, alles gut, ihr könnt ihr auf Pause drücken und zur Toilette gehen, morgen weitergucken, wie auch immer. So. Von Ben und Anna. Wir haben mal wieder eine Zahnbürste. Was ist die? Steht das hier drauf? Ah, auch aus Bambus. Und ich finde die Verpackung hier tatsächlich voll süß mit dem Regenbogen. Dann haben wir
nochmal Zahnputztabletten und ein Deo, aber in der Tube. Finde ich nicht schlecht. Weiß noch nicht, wie man das mit den Nägeln. Ich glaube, Frauen mit langen Nägeln, ihr kennt das bestimmt alle. Man macht ja bei so Sachen nicht so, weil dann hat man ja immer alles unterm Nagel hängen, sondern man macht irgendwie so mit dem Nagel und probiert die Nagel so ein bisschen als Schaufel zu benutzen, aber ja nicht die innere Seite, sondern die äußere Seite, weil jetzt alles unterm Nagel drunter hängt und das hasse ich auf den Tod. Ja, dann habt ihr in unseren Videos ja und auch, glaube ich, bei Instagram gesehen, dass es bei B-Routine total abging. Da war ein DJ und die haben Sachen ins Publikum geworfen. Ich habe Plesuren davon getragen. Aber ich habe es auch einmal geschafft, dass ich auf die Bühne durfte und mir mit einer Schaufel was rausholen durfte. Simone hat es auch geschafft. Die hat natürlich den Oberknaller da abgetroffen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, was ich dort bekommen habe. Und zwar einmal für mich Badebomben. Ich liebe Baden, ich liebe Badebomben. Also damit bin ich schon total zufrieden gewesen. Und dann durfte ja man mit dieser Kelle da in so ein Becken rein und alles, was drauf geblieben ist, durfte man behalten. Und ja, es ist verrückt. Es gab ein Kussmund-Patches. SOS-Pflege für weiche Füße. Eine Glitzermaske. Ich nehme mal einmal so eine Handvoll. Es gab Lipgloss. Nochmal Lipgloss. Es gab einen Lippenbooster. Es gab eine Glitzermaske. Es gab Lipgloss. Wir haben weiter. Lipgloss. Ein Lippenbooster. Wir haben nochmal Lipgloss. Und wir haben Nagellack in verschiedenen Farben. Moment, es hört noch nicht auf. Wir haben eine Nachtcreme. Und wir haben Lipgloss. Und Leute, weil man ja auch 10 Fingernägel und 10 Fußnägel, also insgesamt 20, gab es dann nochmal. Nicht fallen, nicht kaputt gehen. Nagellack. Also ich würde sagen, diese Schaufel da hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das schon mal wieder in die Tüte. Dann selbstverständlich auf der Klo gibt es Prospekte, Gutscheincodes, wie auch immer. Mit den Sachen, die ich schon hier rausgetan habe, habe ich nochmal so einen Stapel bekommen. Zwei Sachen, oder was ich daran ganz cool finde, ist das hier. Das ist so ein Blatt Papier, das pflanzt man ein und dann wächst daraus Minze. Also finde ich richtig cool. Gebe ich direkt meiner Oma, kann sie in den Garten machen. Und es gab Bilder bei Essence. Simone und ich beim Rutschen. Händchen haltend. Wir sind süß, oder? Wäre gern länger im Bällchenbad geblieben. Ja, beim Zusammenrücken der Sachen habe ich gesehen, wir haben noch einmal Süßes vergessen. Kommt direkt in die Süßigkeitenschale. Dann noch mehr Zahnputzsachen. Ihr merkt wirklich, also Zähne, 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 Leute. Vergesst Augenbrauen, vergesst Haare färben, vergesst whatever, Lippen. Die Zähne sind dieses Jahr dran. Haben auch Schmuck bekommen. Und zwar gab es hier von L'Oreal so zwei Herzkettchen. Dann gab es an einem anderen Stand Sulola. Das finde ich total süß.
So eine. Komm, bleib. So eine Sternenkette. Also ich trage ja nicht viel Schmuck. Ich nehme es mir immer vor. Prina, trag mehr Schmuck. Du hast viel. Sollte man auch nutzen. Ist nicht nur zum Sammeln da. Aber irgendwie lasse ich das immer schleifen. Warum auch immer. Ja, und dann gab es noch von Christina Aguilera in einem total süßen Beutelchen. Auch ein kleines Kettchen. Und dann dachte ich beim Stand von DM, yes, wir haben Duschgel und was war's? Bodylotion. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich trotzdem. Bio-Kirsch. Dann gab es irgendwo, ich weiß nicht mehr wo und wann, gab es nochmal diesen super tollen, total gut verpackten Creamy Eyeshadow. Ach, unsere Judy hat nochmal zugeschlagen. Es gab nochmal das Gesichtspeeling von Judy Williams. Botanix. 180 Kapseln. Ashwagandha. Ob es irgendwas mit Marvel zu tun hat, keine Ahnung. Ja, so sieht es aus. Da ist Kurkuma, glaube ich, drin. Tag soll man 3 Kapseln davon nehmen. Lass ich direkt mal so die Nahrungssachen. Es gab nochmal bei der Stefan Morsch Stiftung Traubenzucker, Kugelschreiber und so ein Handy-Display-Reiniger. Haben nochmal 3 Nagellacke bekommen. Und von Kolossal oder beziehungsweise von Maybelline die Kolossal Wimperntusche im 3er Mini-Pack. Liebt meine Schwester und meine Mama. Also kriegen die jeweils eine davon ab. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben Zahncreme, ein Zahncreme Gel, Gel, ein Zahncreme Gel von der Hamel & Co. Mit Minzgeschmack. Ich liebe Minz. Ich habe noch nie ein Zahncreme-Gel benutzt. Oder nee, es ist ein Zahn. Kein Zahncreme-Gel, ein Zahngel. Habe ich noch nie benutzt, aber ich lasse mich gerne dafür belehren, dass es toll ist. Was haben wir hier? Wo steht es auf Deutsch? Nirgends. Ich kann nicht entziffern, was es sein soll. Französisch? Nee. Ach, ein Shampoo. Auf Italienisch konnte ich es dann lesen. Gibt es doch nicht, dass nicht auf Deutsch da drauf steht. Bin ich so blind? Soll ich meine Brille holen? Auf jeden Fall, von Santé Naturkosmetik gibt es wieder ein festes Shampoo. Ich habe von BB ein Haargummi. Nochmal ein Trockenshampoo von meiner Lieblingsmarke. Bei St. Moritz gab es Hautprimer eigentlich für den Gebrauch von Selbstbräunern. Aber Simone meinte, das wäre einfach nur Peeling. Das könnte man auch gut so verwenden. Von Oyes gab es noch mal einen Lip Balm, den gab es am Stand. Ich habe zwischen Honig und Kokos gehadert und dann dachte ich, Kokos ist sowas, das gibt es öfters mal. Und als ich dann das Goodie Bag aufgemacht habe, da war ich froh, dass ich jetzt
sowohl ein Kokos als auch ein Honig habe. Und von BB einfach ein klassischer Lippepflegestift. Wie gesagt, ich bin totaler Fan davon und brauche das immer. Ich würde sagen, wir machen mal das Tütchen auf. Das ist bei Real Technique gab es. Auch hier wieder Werbung, Werbung, Werbung. So. Ich bin ein bisschen verliebt. Es gab noch mal in dieser Tüte Fingernägelchen zum Aufkleben. Und die sind halt echt geil von der Farbe. Das ist genau mein Geschmack. Gibt Wimpern. Wimpern ist ja auch so eine Sache, die ich super gerne habe und gerne benutze. Dann haben wir einen Pinsel. Eine Wimperntusche. 3D-Mascara-Effekt. Und nochmal einen Spongy. Gut, dann war, was ich vorhin gesagt habe mit den Sponge, oder in der Packung ist einer drin, den man feucht und einer trocken benutzen kann. Dann war das der aus der Goodiebox, den man sowohl als auch benutzen konnte. Es wird ein bisschen weniger, Leute. Ich würde sagen, hier, Masken von verschiedenen Marken. Eine Ananasmaske von Schebens. Eine Retinol-Tuchmaske. Von Sisters and Me. Von St. Moritz. Nee, das ist keine Maske. Was haben wir da? Was ist das? Ach du liebe Güte. Selbstbräuner. Zweimal Selbstbräuner im Probierpack. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da dran trauen soll. Ich brauche Mut dafür. Wir haben noch eine Tuchmaske für Männer ergattert. Eine rosa Tonerde haben wir nochmal von Birotin. Eine Heilerdemaske. Und bei Skin Food gab es auch nochmal eine Maske. Ach da, wenn ich mir mal überlege, die letzten Jahre oder in Berlin, da bin ich mit so einem Stapel Masken heimgekommen. Douglas hat zum Beispiel noch gefehlt, fällt mir gerade auf. Die haben viele, viele Masken reingehauen. Hier haben wir noch ein bisschen kleines Zeug, das ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar Revital Filler als kleine Ampullen. Die sind jetzt aus Kunststoff statt aus Glas. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Glas, das umweltschonender ist, weil es sind auch Einwegprodukte, weiß ich nicht. Aber ich finde sie auf jeden Fall manchmal gefährlich. Ich habe mir schon den Finger geschnitten bei so einem Öffnen von den Ampullen. Aber Kunststoff bin ich jetzt auch nicht der Fan so davon, für so kleine Produkte. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll. So, dass wir gleich das Gegenteil davon haben. Von Birotin haben wir nochmal zwei Ampullen bekommen. Die sind aus Glas. Einmal für die Lippen und die einfach so für die Haut. Genau. Und weiter mit den Pröbchen. Wir haben einmal Christina Aguilera Parfüm. Dann von L'Oreal. Was ist das? Auch nochmal von diesem Revital, aber das hier ist ein Nachtserum, haben wir so Pröbchen. Dann nochmal diese Ampullen in so einer Form von Pröbchen. Ich habe ja gesagt, diese Tücher gab es nochmal, so für in die Handtasche, einzeln verpackt. Hab lieber dann so ein Zehnerpack irgendwie in der Handtasche als so ein einzeln verpackte Dinger. Wir haben eine Foundation-Probe von L'Oreal. Farbe 125 kann ich jetzt nicht. Doch, Natural Rosé. Ja, könnte passen. Werde ich tatsächlich mal austesten.
Und wir haben einen Plaque-Checker, also Zahnplaque. Wenn man das früher bei diesen Tabletten beim Zahnarzt hatte, für zu Hause, habe ich tatsächlich auch nochmal als Tube. Also ihr merkt, Zähne, 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 das ging und war sehr wichtig bei dieser Klo auf jeden Fall. Es gab einmal noch so ein kleines Reisebag. Und total lustig von Hawaiian Tropical, Tropic natürlich, so ein Ballspiel. Dafür habe ich Limbo getanzt und habe sogar noch ein bisschen weiter runtergestellt, als sie das von mir wollten. Hätte lieber eine schöne Sonnencreme genommen. Hier noch so ein paar einzelne Teilchen. Einen Einkaufswagenchip aus Holz. Einen Lippenstift. Also Lipgloss hatten wir ja viele, aber einen Lippenstift habe ich ergattert. Von Manhattan der Dip Eyeliner, einer der besten tatsächlich. Wir haben einen Lidschatten. Simone hat ja davon ihren Jahresvorrat ergattert. Dann haben wir uns tatsächlich so einen Lidschattenstift auch noch selbst gebastelt. Ist eine Marke Gokos, also Cosmetic to Go. Diese Marke hat irgendwie alles in so Stiftform, ist eigentlich ganz praktisch zum Reisen. Hier nochmal Lipgloss, den Simone auch in einer millionenfachen Ausführung bekommen hat. Also ich glaube, Judy Williams hat dieses Jahr das Meiste rausgehauen. Wir haben von ihr noch eine Mascara. Und die coolste Mascara überhaupt, Leute. Ich feiere sie so. Volumen-Mascara mit Gurke. Ich liebe Gurke. Mega, mega. Ja, und dann haben wir noch mal das Nagelfeilset bekommen für die Nägelchen. Einmal Glitzer packe ich direkt in meine Nagelabteilung. Was ich auch ganz cool fand, wie haben die das jetzt noch mal aufgemacht? Wir konnten uns so eine Seife gestalten. Kommen die auf. Meine muss natürlich mit rosa Glitzer und einer Krone sein. Und die riecht richtig, richtig gutes Lavendel. Boah, duftet die geil. Sorry für den Ausdruck, aber es riecht wirklich richtig, richtig geil. Es geht weiter, Leute. Wir haben von OGX viermal Heat Protection bekommen, also fürs Haare föhnen, mit Coconut. Sieht auf jeden Fall super gut aus. Ich habe jetzt das davon noch nicht gehabt, aber andere Sachen von OGX. Und wenn es nur die Hälfte so gut ist wie die anderen Sachen, die ich schon benutzt habe, bin ich zufrieden. Und dann gab es gegen eine Spende bei OGX noch so ein Haaröl. Ich liebe Haaröl, ohne bin ich verloren. Von Santé. Ne, ihr werdet es nicht glauben. Waschgel. Immer noch kein Duschgel. Ich dachte, jetzt hätte ich es, aber ne, es gab ein Waschgel nochmal fürs Gesicht. Dann gab es für uns noch bei No Cosmetic eine, also Sachen zum Probieren, die haben wir von der Marke bekommen. Als Creator-Tasche würde ich jetzt einfach mal so dazu sagen, zum Testen. Also von No Make-up. Sorry, ich hatte total den Hänger gerade.
Dann haben wir von No Make-Up nochmal Sachen zum Testen bekommen. Und es war so eine Creator-Tasche, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Porenverfeinerndes Serum. Vielversprechend für meine Sachen. Ist eine ganz liebe Followerin von uns, die arbeitet da. Und ja, also man hat wirklich gemerkt, da steckt Herzblut hinten dran. Dann gab es eine Bodylotion mit in Pink. Und es gab noch eine Bodylotion in Türkis, blau würde ich jetzt mal behaupten. Und was haben wir denn hier? Ein Peeling-Cleanser. Wie gesagt, die Sachen haben wir dann bekommen zum Testen und die waren so hinten dran an dieser Marke, standen wirklich dafür. Und ich finde das immer so wichtig, wenn ein Mitarbeiter auch zu der Marke da steht und das voll feiert. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe, Leute. Aber es gab nochmal Zahnpflege-Jelly, also Zahnprodukte. Ihr merkt es dieses Jahr. Zähne, 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 Zähne. Und jetzt kommen wir leider schon zum letzten Produkt. Was heißt letzten Produkt? Das sind mehrere. Ich zähle mal schnell. Also wer vorhin aufgepasst hat, der hat ja gehört, dass ich sagte, von Stefanie Giesinger gab es noch ein Serum. Und ich habe ja so geschätzt, wir haben 10 davon. Nein, 13, Leute. 13 mal Stefanie Giesinger. Zu Hause. Ja, wie gesagt, mein lauter Herz schlägt dafür mehr. Natürlich werde ich diese 13 Teile nicht behalten und werde die auf jeden Fall aufteilen. Ja, und das war es jetzt schon, leider. Also ich habe euch ja zwischendrin immer mal wieder gesagt, was es so bei der Glow, also was mir gefallen hat. Es war kleiner als sonst. Es gab weniger dekorative Kosmetik als sonst. Die Goodies waren toll. Sie waren wirklich toll. Ich will nicht undankbar klingen, ja, aber es ist nicht das gewesen, was es die letzten Jahre war. Ich bin trotzdem froh über all die Sachen, die ich hier habe und richtig tolle, tolle Sachen wirklich ergattert. Aber es ist einfach kein Vergleich. Wenn ich mir überlege, wir sind damals extra nach Berlin geflogen und das hat sich richtig gelohnt. Das hier hätte sich meiner Meinung nach nicht gelohnt, bis nach Berlin zu fahren. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja einen tollen Tag mit meinen zwei Grazien gehabt oder ein tolles Wochenende mit meinen zwei Grazien gehabt. Ja, jetzt habe ich genug gebabbelt. Wir sind am Ende angelangt. Wenn ihr es bis dahin ausgehalten habt, dann hat euch das Video wahrscheinlich gefallen. Also lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen, wie auch immer, und wir sehen uns ganz bald wieder.